Wird das unser neuer? Mone sitzt schon drinnen. Schauen wir uns mal das Preisschild an und dann schauen wir uns mal das Fahrzeug an. 179.980. Mittlerweile gibt es ja wieder Rabatte. Vielleicht lässt ja Gümer da noch mit sich reden. Jetzt sind wir drin und Mone sitzt schon auf dem Fahrersitz. Jawohl. Wie gefällt dir das in so einem voll integrierten Alpa? Ja, wenn ich stehe, ist es alles gut, aber fahren möchte ich damit nicht. Es ist mir alles zu groß, zu wuchtig und ich glaube, welche Länge hat er denn? Ich habe jetzt gar nicht geschaut, aber schauen wir mal noch. Schauen wir da noch mal drauf. Also, ja. Obwohl, die Spiegel sind sehr gut, muss ich sagen. Also die Seitenspiegel, also gefällt mir gut, siehst alles. Rechts, links, also wunderbar. Das Multifunktionslenkrad ist auch sehr schön, schön mit Leder. Fiat, Automatik haben wir. Schönes Cockpit, ja, ist wirklich schön, aber ich glaube, es ist gewöhnungsbedürftig. Für mich persönlich ist es zu groß. Ich möchte es nicht. Ich liebe eher die kleinen Sachen, wo ich schnell und wendig mit bin. Aber es ist ein sehr schönes Fahrzeug, also ist keine Frage, wunderbar. Wir haben die Sitze, Schaukelsitze. Ja, mit Luftfederung, ja. Das ist natürlich auch sehr schön, ne? Das ist natürlich dann Komfort. Ja. Mit Ledersitzen. Die Armlehnen sind bezogen. Ja. Mit Leder, also es ist schon alles top hier. Wir haben die Dinger, die Luftfahrwerk hoch und runter. Wie heißt es denn? Luftfahrwerk. Also es ist schon schön, also kannst du nicht meckern, ne? Jo, dann schauen wir mal nach hinten, jawohl, wie das Ganze ausgestattet ist, wa? So. Also. Ein U-Bett haben wir auch drin. Ja, das kommt ja. Das ist ja nur das Einzige. Fangen wir mal hinten in der Sitzgruppe an. Ne? Die sieht ja schon mal genau sehr elegant aus. Ja, das sieht wunderbar aus. Auch mit den kleinen Lämpchen hinten am Fenster. Sitzen tust du hier wirklich gut. Alles in Leder. Hier auch kleine Lämpchen überall. Ein schönes großes Fenster haben wir hinten mit Verdunklung und Fliegengitter. Und wir schauen uns gleich mal die Schränke an. Was? Tiefe Schränke, super. Kannst du nicht meckern. Gefällt mir gut. Na? Sind hinterlüftet. Aber fein Softclose, was ist das denn? Ja, so ein bisschen. Muss wahrscheinlich noch ein bisschen eingestellt werden. Hinter mir ist der Fernseher. Ich gehe mal rüber. Ist auch sehr schön gemacht, ja, ne? Der ist recht groß, also da kann man sich schon schön gemütlich hinsetzen. Und das sieht mir fast wie Lautsprecher aus, ne? Ja, könnte sein. Das ist, ja. Ein Soundsystem hier verbaut von Karatec. Sehr schön. Das sieht schon klasse aus. Hier haben wir auch schön Lichtschalter. Ach, wir haben ja sogar Licht. Steckdose, zweimal USB. Eine 230 Volt Steckdose. Braucht man das Licht? Nee. Auch wieder ein richtig langes, großes Fenster. Schön komplett über die Sitzecke. Das gefällt mir auch sehr gut, wirklich wahr. Aufstellfenster, ne? Sehr schön. Der Tisch ist auch schön zum Verschieben. Ja, und so wie es aussieht, kann man den auch noch vergrößern.
Kann man. Wie er geht, weiß ich nicht. Ach, ich passe beide an, so. Kann man sicher einstellen. Aber es ist wunderbar, du kannst gut durchgehen. Kannst alles stehen und liegen lassen. Kannst wieder zurück. Das gefällt mir gut. Kannst zur anderen Seite. Super. Zwei schöne große Aufstellhäkis. Und wir haben hier nochmal eine Blinddose, Lichtschalter hier vorne. Ist das? Ach, hier oben, die ambiente Beleuchtung. Beleuchtung. Das ist auch sehr schön. Die geht rundherum. Sehr schön. Ja. Und schon eingebautes Camperboard. Also das finde ich echt. Also. Kannst du nichts sagen, ne? Fangen wir oben an. Schränke gehen hier zum Aufmachen seitlich. Richtig schön tief. Du kannst sogar das Einlegebrett hier verstellen. Mit den Nupsis? Ja, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass ja, das so vorbereitet das ist. Das ist schön, ne? Das ist gut gemacht. Hat jemand mitgedacht? Ja, genau. Hier dasselbe wahrscheinlich nochmal. Richtig tief. Ja, der ja. Kasten, da würde ich sagen, wir haben eine Dunstabzugsauge, die ja, hier verbaut. Genau. Da ist die Elektrik drin. Ja, aber hier es unten. Ist tief. Ja. Das Gitter fehlt noch. So, dann haben wir hier noch Lichtschalter für die Küche. Hier die ambiente Beleuchtung für das Camperboard. 230 Volt Steckdose. Nochmal, zwei Stück gleich. Sehr schön. Und hier kleine Fächer. Da kann man schön was reinstellen. Gewürze oder so. Kleine Ölfläschchen. Spülbecken ist super groß und tief. Da kriegt man wirklich einen Topf rein zum Abwaschen. Und die Armatur ist auch sehr schön, auch schwenkbar. Wunderbar. Hier ist noch ein kleines Regal. Da kann man also naja, so eine Haken reinmachen. Ne? Ja, das ist so ein Universal. Ja, kann man auch hier Schneidebrett oder sowas einhängen. Dann haben wir einen schönen Herd, Drei-Flammen-Herd. Tedford. Richtig schön mit Piezo-Zündung. Ja, der sieht schon gut aus. Ja, der sieht ein bisschen hochwertiger aus. Ja, der ist gut. Die Dinger kann man rausmachen. Hier ist eine Kerbe drin. Das kann man so reindrehen zu der Kerbe. Dann gehen die raus. Ne? Ich fummel aber jetzt hier nicht rum. So, weiter geht's. Fangen wir links an. Die Gasabsperrhähne. Na, ich nehme an, das ist für einen Mülleimer. Genau. Oder für Regenschirme. Naja, die gucken unten raus, dann die Regenschirme. Aber schon mal gut für einen Platz für den Mülleimer. So, dann haben wir hier einen richtig schönen großen Besteckkasten. Da passt einiges rein an Besteck. Ja, das sind sehr große. Und du kriegst Schubfäher. Auch die langen Teile so rein, ne? Wie Kellen ja. Und Schöpflöffel. Das ist schon klasse gemacht. Ja, und auch so richtig schön geschwungen. Auch hier, das gefällt mir gut. Also optisch, da gibt es hier eigentlich nichts zu meckern. Nee, das sieht schon klasse aus, auch schön. Mit dem grauen Leder hinten. Ja. Hier haben wir geteilt. Warum? Ach so, da hinten ist noch. Also ist wirklich schön, ne? Kannst du nichts sagen. Dann haben wir hinter mir einen Kühlschrank. Oben mit Frostfach, ein schönes, großes. Aber richtig groß. Ja, da passen ein paar Magnums rein. Ja, da passen die sogar im Karton rein. So, von Tedford. Auch ein schöner, großer Kühlschrank. Ist das ein Kompressor? Nee, das ist ein Absorber-Kühlschrank. Absorber, ach so, ja, ich sehe. Sieht mir mal den Kühlrippen hier. Ja, Absorber. Und da drüber haben wir auch noch einen Schrank. Oh, der ist aber groß. Da könnte man vielleicht einen Backofen reinbauen. So wird es auch gedacht sein wahrscheinlich. Ja, also wirklich groß. Sehr schön. Also über mir noch ein Heki. Stauraum ist hier genug. Ja. Unten ist nichts. Gut. Dann haben wir hier
Die typischen Haken von Detlefs, die sehr schön sind, sehr schön geschwungen. Hier ist nochmal eine Ablage. Hier kann man die Jacken hinhängen. Hier haben wir nochmal, das nehme ich mal an, 230 Volt Steckdose. Halt, nochmal. Dann haben wir die Technik. Ja, das ist typisch Detlefs. Hier Dann haben oben wir da oben nochmal. noch mehr Technik. Ja, hier haben wir noch eine Truma Control eingebaut. Das wird auch die Heizung sein. Ein elektrisches Hubbett ist hier noch, so wie es aussieht. Sehr schön, ne? Das ist alles sehr schön hochwertig. Hier haben wir am Eingang noch einen schönen großen Spiegel. Jo. Das ist schon sehr auf Optik gemacht. Ja, sehr schön. Also es Gefällt sieht mir schon sehr klasse gut, ja. aus. Und dann kommen Und wir hier ins Bad, oder? wir stehen im Bad, ja. Ich mache die Tür auf. Du kannst reinschauen, Ja, dann bitte schaue schön. ich mir mal das Und Bad die Tür an. geht zu zum Das sieht Wohnraum, schon mal ne? sehr elegant aus. Die Spiegel sind aber, glaube ich, hier für große Leute angebracht. Wenn ich so davor stehe, also sehe ich gerade mal meine Augen. Aber hier ist ja noch ein Spiegel. Sehr große Schränke, da bringt man alles runter. Das sind jeweils vier kleine Einzelschränke, so wie es aussieht. Jawohl. Also da sollte auch die Frau ihr ganzes Schmickzeug unterkriegen. Dann haben wir hier Kleiderhaken, nochmal Kleiderhaken ums Eck oder Handtuchhaken. Ein recht hübsches Waschbecken. Und hier unten, was da für eine Toilette verbaut ist. Das sieht jetzt schon fast aus wie eine Zerhacker-Toilette. Das heißt, wir haben hier einen Tanker drinnen. Habe ich so noch nicht gesehen. Kann ich hier nichts zu sagen, weil davon habe ich keine Ahnung. Aber das ist hier dann mit einem Fäkalientank. Ja, Porzellan. Sieht man auch nicht jeden Tag in einem Wohnmobil. Also es ist schon sehr hochwertig. Dann sehe ich hier schon mal einen Heizkörper. Das deutet mir hier auch schon wieder darauf hin, dass wir hier eine Warmwasserheizung von Alde verbaut haben. Ja, steht auch drauf, Alde. Nochmal ein Handtuchhalter. Und hier haben wir nochmal einen großen Spiegel. Auf der anderen Seite dann eine sehr, sehr elegante Dusche mit einem Handtuchhalter oben. Auch noch mal mit einer alten Heizung drin. Also das sieht schon klasse aus. Jetzt ist zwar hier noch die Folie drauf, aber man kann sich das schon gut vorstellen. Also hier hat man auch als großer Mensch viel Platz. So, dann holen wir Mone wieder dazu. Dann ein Schlüssel fürs Bett haben wir nicht. Aber man sollte es ja kennen. Wenn das Bett herunterkommt, liegt es dann hier auf. Und wenn ich mich nicht täusche, sollte hier dann irgendwo eine Treppe versteckt sein. Oder auch nicht. Doch in dem schmalen, glaube ich. Schau du mal die Schränke durch, was wir hier noch Also hier haben alles wir noch einen haben. normalen Schrank mit Beleuchtung. Ja. Dann haben wir hier, kommt die Treppe raus. Jawohl, hier haben wir die Treppe. Wusste ich Na. doch, irgendwo ist eine versteckt. Ja, es ist auch nicht einfach so eine einfache Leiter. Machst du noch mal raus, machst du mal auf. Belastbar bis 120 Kilo. Oh, wie es aufgeht, weiß ich nicht. Ja, aber man kann sich schon gut vorstellen. Ja.
Und sie ist aufgeräumt. Auf der anderen Seite haben wir noch mal einen großen Schrank. Ach, der ist von oben. Das ist ein Kleiderschrank. Zu beladen. Und darunter ist noch etwas Technik. Man kann von oben ran und man kann von unten ran. Was sehr schön ist, wenn das Bett nämlich unten ist und das hier aufliegt, dann kannst du wieder so von unten an deine Sachen kommen. Ja, das ist richtig. Dann haben wir einen zweiten Fernseher. Ja, der versteckt sich hier oben. Das ist das Hochbett gedacht. Wenn du im Bett liegst, kannst du dein Fernsehen schauen. Dann haben wir hier nochmal drei Fächer, Ablagefächer und nochmal ein kleines Fenster. Mit Verdunklung und Fliegengitter. Also es ist wunderbar. Schickes Auto. Gefällt mir gut. Ja, und hier oben unten haben wir nochmal Bodenklappen. Ja, haben wir auch. Wir haben hier ein Fahrzeug mit Doppelboden. Hier ist einmal der Wassertank versteckt. Dann haben wir hier den Schwarzwassertank oder Abwassertank. Genau. Dann haben wir hier weitere. Hier sind ja überall welche versteckt. Ne? So, da ist nochmal ein Abwassertank. Abwasser oder Schwarzwasser, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Hier verstecken sich die Batterien. Und zu guter Letzt haben wir hier nochmal ein Fach. Aha. Da haben wir noch einen von Victron, einen Wechselrichter in Werther. Mit 3000 Watt, so wie das aussieht. Ja. Also das Wahnsinn. Ist schon ein Riesenklopper. Da können Sie auch eure Tischkreissäge von zu Hause mitbringen. Die kannst du anschließen, ja. Dann haben wir da hinten noch ein Fach. Unterm Tisch. Ja, da geht's zur Garage, würde ich sagen. Ne? Die ist leider zu, wie wir festgestellt haben. Ja. Okay. Sehr schönes Fahrzeug. Ja, also ich würde sagen Luxus pur, oder was sagst du? Echt, also. Ist wirklich sehr, 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 sehr schön, ja. Gefällt mir gut. Aber hat natürlich auch seinen Preis, aber also ich muss sagen, hier kriegt man auch einiges dafür geboten. Ne? Ja. Du stößt aber gleich am Hubbett an. Also wenn hier ein großer durchläuft, der muss ein bisschen gebückt laufen. Ja, gut. Ich bin schon gegengestoßen. Aber das ist Gewohnheitssache. Also es ist. So, schauen wir nochmal raus aufs Preisschild, würde ich sagen. Ja. Und gucken wir nochmal genau die Ausstattung an. Die Tür hat hier auch nochmal ein Fach. Ja. Ah, da kannst du Tür mit Fenster natürlich mit Verdunklung. Ja, es ist sehr schön. Außenleuchter haben wir auch. Leute, das heizt sich aber ganz schön auf, so ein Auto. Ja. Eine richtig so, schöne große Tür. So, schauen wir nochmal aufs Schild. Also da ist so ziemlich alles drin. Ihr könnt ja mal Pause drücken und euch das durchlesen. Aber alles, was das Herz begehrt. 180 PS, das Fahrzeug ist 7,50 Meter lang, mit einer Gesamtmasse von 4,8 Tonnen. Was hier an Zuladung möglich ist, das kann ich jetzt allerdings nicht sagen, was das Fahrzeug für ein Leergewicht hat. Hier steht es, Luftfeder. Ja. 3000 Watt Wechselrichter, Echtleder, also es ist hier alles dabei. Einsteigen, losfahren. Also schaut es euch an, bei Gümer in Wertheim steht das Fahrzeug. Das war's dann mit dem Detlefs Alpa. Und wir hoffen, unser Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, ist kostenlos. Und klickt die Glocke und ihr verpasst kein Video mehr. Also bis dann, tschüss.